Hallo liebe Freunde, willkommen zurück zu einem neuen KiCad 5.0.2 Tutorial. Und heute soll es mal um das Einbinden der DigiKey Library gehen. Ein Nutzer hat mir geschrieben, dass er da Probleme mit hat und deshalb hier mal eine kleine Videoanleitung noch dazu. So, wir sehen schon im Hintergrund hatte sich gerade der Firefox geöffnet. Den brauchen wir jetzt als erstes. Und wir sehen hier, wenn wir in der Google-Suchleiste eingeben DigiKey und KiCad, dann wird uns hier schon nach dem Suchen auf GitHub ein Link gleich als erstes angezeigt und den nutzen wir auch. Und wir kommen jetzt hier auf GitHub, auf DigiKeys Footprint und Symbol-Library, die ist also hier jetzt hinterlegt. Bitte aufpassen. Die ganze Sache ist zwar hier unter Creative Commons Lizenz abgelegt, aber mit einer Einschränkung. Und die findet ihr hier in der Lizenz.md-Datei. Das ist diese hier oben. Die sollte man sich mal durchlesen, wenn man mit diesen Symbolen arbeitet, um sich da nicht in irgendeiner Form in die Nesseln zu setzen. Prinzipiell für den Hobby- oder Privatbereich und der Nutzung in KiCad sollte das kein Problem sein, aber wer eine Firma hat oder sowas, sollte sich das hier mal durchlesen, um da sicher zu gehen, dass er keine Lizenzverstöße macht. So, wir klicken hier oben rechts auf Clone oder Download und ich habe das jetzt hier im Windows als Download-Zip gedownloadet. Ich habe es schon runtergeladen, das dauert doch einen kleinen Moment und habe mir dann Folgendes erstellt, nämlich einen neuen Ordner und zwar in unserer Bibliothek KiCad oder im Ordner KiCad habe ich mir hier einen Ordner DigiKey erstellt und habe das ZIP, diese Library Master ZIP hier hineinkopiert, das sind 1,4 MB. Und anschließend mit Rechtsklick alle extrahiert, hier in diesem Ordner extrahiert. Für Linux-Nutzer würde das jetzt dieser Weg genauso gehen. Alternative dazu für Linux-Nutzer wäre dann mit Git dieses Git-Branch zu spiegeln. Auch das wäre möglich. Ja, oder eben hier über ZIP. So, es entsteht dieser Ordner und wir sehen jetzt hier in diesem Ordner einmal den Ordner DigiKeyFootprints.pretty und das dauert jetzt ein bisschen, weil ausgepackt ist das Ding recht groß. Sie sehen jetzt hier unsere einzelnen Footprints. Und jetzt zeige ich euch gleich dazu mal den Lib-Ordner, den wir uns ja bereits in einem der vorhergehenden Tutorials angezeigt oder erstellt haben. Und hier sehen wir zum Beispiel Arduino.pretty. Das wäre dann also hier unser DigiKey KiCad Library Master DigiKey Footprints.pretty. Und hier hätten wir jetzt Arduino.pretty und hier die KiCad-Mod als einzelne Footprints. Weiterhin dann dazu hier die Symbole. So, wir haben also jetzt hier die Symbole dazu. Wie importieren wir jetzt den ganzen Spaß? Es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten. Ich schließe das jetzt hier nochmal alles und möchte euch das hier nochmal zeigen. Es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten. Hier in unserem Lib-Ordner, den wir schon erstellt haben, könnte ich jetzt alle Libraries, meine persönlichen Libraries, die ich hier eh schon erstellt habe, könnte ich jetzt aus dem Ordner DigiKey Master die Symbole jetzt hier mit Steuerung A, Steuerung C alle rüber kopieren oder verschieben. Das macht recht wenig Sinn. Ich möchte euch das zeigen, warum. Wenn ihr jetzt hier öffnet unseren Schaltplan und mit A ein Symbol einfügen wollt, seht ihr jetzt schon in der Grundkonfiguration, wo alle Bibliotheken, die KiCad mitbringt, von Haus aus schon mitbringt, wie lange es dauert, das zu laden. Wenn ihr jetzt diese ganzen Libraries von DigiKey hier auch noch reinspielt, dann wartet ihr hier irgendwann ewig. Das macht also recht wenig Sinn. Sondern ich empfehle dann wirklich nur hier aus diesem Ordner DigiKey Symbols die
Symbole zu importieren und einzusetzen, die man wirklich benötigt. Ja, alle anderen würde ich jetzt hier nicht nutzen. Ich nutze das jetzt hier mal beispielhaft DK-Fuses mit Steuerung C. Ich habe sie beide markiert. Steuerung C gehe ich jetzt hier zurück in meinen KiCad-Ordner, in den Lib-Ordner und füge die hier ein. So, mit Steuerung V. Dann sollten die hier drin sein. Na? Macht er nicht. Jetzt. So, jetzt sind die hier eingefügt. Ich habe hier auch schon mal die DK-Gassensoren eingefügt, weil die mich auch persönlich interessieren, um das auch mal auszuprobieren. Das hat also funktioniert. Jetzt habe ich also alle Sicherungen, die hier in dieser Lib-Datei hinterlegt sind, importiert. Ich zeige euch als nächstes, wie wir jetzt aus dem DigiKey-Ordner, zum Beispiel hier, ich öffne das nochmal, Footprints importieren. Ich könnte jetzt diesen ganzen Ordner, diese gesamten Footprints, auch hier wieder in meinen Ordner Lib kopieren. Wie gesagt, auch hier wieder tausende von Footprints. Wenn ich sie hier öffne, seht ihr schon, wie lange das dauert, das zu laden. Tausende von Footprints. Und da ist vieles auch doppelt und dreifach drin, weil das schon von KiCad von Haus aus mitgebracht wird. Zum Beispiel hier diese Dill-Footprints, 28 Pins, 40 Pins und so weiter. Das ist alles bei KiCad eh schon mit drin. Macht also recht wenig Sinn, das jetzt hier nochmal zu importieren. Aber ich gehe jetzt einfach mal her und sage, diese Bluetooth-Module. So, ich habe jetzt hier diese Bluetooth-Module. Das sind die einzelnen Footprints, die hier in diesem großen Überordner drin sind. Ich werde die jetzt hier mal markieren und mit Steuerung C, weil Bluetooth hat ja was mit Funken zu tun, mal kopieren. Ich gehe wieder zurück in meinen KiCad-Ordner, Libraries. Und wir haben ja hier, habe ich mir ja schon meine Library Funkmodule Preddy angelegt. Und das sind ja hier unsere Funkmodule DAA 818 drin, die ich schon in Tutorials vorgestellt hatte. Und ich kopiere mir jetzt einfach mal diese Footprints hier rein, die ich benötige. Na, auch das sollte jetzt mal hier funktionieren. Wir wollen das, das hat er jetzt schon gemacht. Wieso macht er das hier? So, jetzt. Also, wir haben jetzt in dieser Bibliothek meine Funkmodule, die einzelnen Bluetooth-Module hinzugefügt. Ich schließe das Ganze. Damit habe ich nicht alles importiert, sondern nur das, was ich wirklich benötige. So, ich mache jetzt hier KiCad nochmal zu, starte nochmal neu, dass die ganzen Ordner eingelesen werden. Ich gehe als erstes mal hier auf meinen Schaltplan, Einstellungen, Symbolbibliotheken verwalten. Dann gehe ich hier auf Bibliothek ansehen. Ich komme automatisch in meinen KiCad Library Ordner raus. Und ihr seht, ich habe jetzt hier DK-Gassensoren, die habe ich schon mal importiert und die Fuses hatten wir ja hier reinkopiert. Ich klicke das hier an, markiere das und gehe auf Öffnen. Jetzt seht ihr hier, durch diese Haken sind beide Bibliotheken importiert und werden auch eingelesen. Ihr könntet jetzt zum Beispiel, wer auch hier Bibliotheken abmelden möchte, muss die jetzt hier nicht herauslöschen, sondern es genügt hier, also die Haken davor wegzunehmen, ja. Wer also zum Beispiel nichts mit Röhren macht oder mit Videoelementen, kann das hier entsprechend abwählen. Dann werden die, sind die zwar noch implementiert, werden aber nicht eingelesen. Sollte man natürlich beachten, wenn man dann doch mal ein Symbol braucht, muss man dann hier wieder zuschalten. So, die sind jetzt eingelesen. Wir klicken auf OK. Gehen zurück in unseren Schaltplan, drücken die Taste A, lassen unsere Bibliotheken mal alle einladen. Und ich ziehe das hier mal größer und irgendwo sollte dann hier langsam unsere DK-Fuses kommen. Hier haben wir sie, DK-Fuses. Wenn ich sie jetzt hier öffne, sehen wir jetzt hier diese entsprechenden Symbole, die genutzt werden von DigiKey. Genau das gleiche gilt, auch das war hier von DigiKey, diese Gassensoren. Ihr seht also hier diese verschiedenen Gassymbole, die ich jetzt auswählen kann. Und hier mit OK entsprechend einfügen. So, ich mache das hier wieder raus, gehört hier nicht zu dem Projekt. Aber ihr seht, es funktioniert. Als nächstes möchte ich euch zeigen, wir speichern natürlich nicht, möchte ich euch zeigen, dass auch die Footprints
importiert worden sind. Ich habe jetzt natürlich keine Symbole damit verbunden, aber ich zeige euch das hier im Footprint-Editor. Auch hier gehen wir in die Footprint-Dateien. Wer jetzt den gesamten DigiKey-Ordner importiert hätte, also diesen Ordner hier, diesen DigiKey-Footprint-Spready, müsste jetzt hier genauso mit OK diesen Ordner als Bibliothek anwählen und damit KiCad zur Verfügung stellen. Ich habe das natürlich nicht gemacht, sondern ich möchte hier jetzt meine Funkmodule dazufügen. Da haben wir ja diese Bluetooth-Footprints hineinkopiert. Das heißt also, das ist hier unser Lib-Ordner und wir haben hier myfumod.ready. Mit OK fügen wir sie hinzu. Damit stehen die jetzt auch hier zur Verfügung und in meiner persönlichen Bibliothek, meine Funkmodule, hatte ich ja wie gesagt bereits gezeigt, diese Bluetooth-Module eingefügt. Okay, anmelden. Und jetzt kann ich hierher gehen und sagen, Footprint importieren. Und kann mir das also mal hier aus meiner FuMod, diesen Bluetooth-Modul-Footprint importieren. Und ihr seht, er ist jetzt hier drin. Ich könnte ihn jetzt hier auch im Editor bearbeiten. Brauche ich allerdings nicht. Wie gesagt, er ist ja schon fertig. Und ich könnte ihn jetzt genauso, wenn ich ein entsprechendes Symbol verwende, dann als Footprint einem Symbol zuweisen und im Schaltplan verwenden und anschließen. Aber wie gesagt, hier, sie sind da, ihr könnt sie verwenden und in euren Schaltungen benutzen. Abschließend nochmal, wie gesagt, der dringende Hinweis, bitte nicht alles importieren. Es ist zwar schön, wenn man tausende von Symbolen und Footprints hat, unter dem Prämisse, dass es dann beim Laden ewig lange dauert, ihr schießt euch damit selber ins Knie, auf gut Deutsch gesagt. Ja, dann lieber weniger und das ist dann meistens mehr. Danke für die Aufmerksamkeit und viel Spaß beim KiCad DigiKey Footprint importieren.